Leute, die nichts aus der deutschen Geschichte gelernt haben, die haben nur die Führung gewechselt, okay? Und das kann man natürlich auch machen, aber es ist nicht mein Job. Und wenn man das ausspricht, dann sagen, da hat er jetzt aber recht. Ich spreche aber überhaupt nichts Neues aus. Und wir haben es auch während der Corona-Phase ja auch gesehen, die ja auch entsprechend eingetütet wurde als psychologische Kriegsführung. Die Maske war ja nichts anderes als ein offen getragenes Parteiabzeichen. Und wenn man es getragen hat, hat man sich untergeordnet. Aber entscheidend war, dass der, der es nicht getragen hat in der Öffentlichkeit, der war für alle zu sehen und den konnte man zeigen. Das war dieses Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum. Es gibt aber die gute Nachricht. Unter den Nazis gab es ja auch Widerstand, darf man ja nicht vergessen. Das waren 3%. Aber bei Corona zum Beispiel waren 20% am Ende nicht dabei. Das heißt, das wächst. Und das versucht dieser Staat totzuschweigen. Immer mehr Leuten geht auf, dass was nicht stimmt, auch durch die sogenannten alternativen Medien, also die konzernfreien unabhängigen Medien. Und die gehen dann auf die Straße oder eben auch nicht. Könnt ihn ohne Rückgriffe aufs Dritte Reich argumentativ stärker. Also das ist, du musst jetzt nicht die schlimmste Zeit aus der deutschen Geschichte nehmen, eine faschistische Diktatur, wirklich alles gleichgeschaltet war und dann sagen, ach guck mal, heute sind mehr Leute kritisch zur Regierung eingestellt. Natürlich, weil heute Oppositionelle nicht abgeholt werden und gleich erschossen werden oder im KZ landen. Also das, da fände ich ihn argumentativ wirklich stärker, wenn er nicht immer diese ganz große Keule rausholen würde. Das wäre, glaube ich, besser, würde auch, glaube ich, mehr Menschen erreichen. Und deswegen bin ich so froh, dass die Bauern das tun, weil eigentlich hätten das schon längst die Leute aus dem Mittelstand tun müssen. Spätestens seit der Pipeline-Sprengung hätten schon längst die Mittelständler auf die Straße gehen müssen. Warum müssen die Bauern? Die Bauern haben viel zu tun. Die wissen, dass es 4 Jahreszeiten gibt, obwohl das natürlich, was die Jahreszeiten angeht, nicht gerecht ist. Da braucht man sowas wie auch eine Geschlechtergerechtigkeit. Es wird 500 neue Jahreszeiten demnächst geben, vollkommen klar. Aber die Bauern sind eben konservativ, weil sie ja morgens raus müssen, in den Stall mit den Gummistiefeln, die Kühe melken und die Äpfel ernten. Und deswegen brauchen die auch Zeit, um das zu machen. Und wenn das bei denen nicht mehr geht, dann gehen die auf die Straße und dieser Brand, Bauer, den kannst du ganz schlecht framen. Das ist wie Mutter. Wenn du sagst, ja, Mütter sind alle Nazis, das funktioniert nicht, weil jeder weiß, dass eine Mutter ist, weil er eine hat. Und Bauer wissen wir doch. Ja, die Bauern sind organisiert und sie treten für ihre Interessen ein. Wenn das die Gewerkschaften machen würden, wenn das die Gastronomen machen würden, also bei den Gastronomen wird beispielsweise auch gerade die Steuer erhöht, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, obwohl die Gastronomie sich immer noch nicht vom Corona-Einbruch erholt hat. Also das ist doch irre. Warum schaffen die Gastronomen es sich nicht so zu organisieren? Warum schaffen die Verbraucher, sich nicht zu organisieren, wenn in Summe eine viel höhere Steuererhöhung bei Gas und Fernwärme kommt, wenn die CO2-Steuer erhöht werden soll? Ja, wie gesagt, man muss sich halt zusammenschließen, man muss sich organisieren und erstmal auf die Straße gehen. Man muss sich öffentlich dagegen aussprechen. Ich meine, die Regierung merkt ja, wenn sie Gegenwind bekommt. Ich meine, die Regierung sieht ja die Umfragen. Es ist ja nicht so, dass sie das ignorieren würde. Also sie kriegt das schon alles mit. Sobald es Gegenwind gibt, schwächt sie zumindest die Intensität ihrer Handlungen ab. Oder sie fährt die Repression hoch. Und aktuell sehen wir beides. Mehr Repression und Abschwächung der Politik dort, wo es eben Widerstand gibt. Beispielsweise bei den Bauern. Dort sollte um 1 Milliarde gekürzt werden. Jetzt wird nur um 300 Millionen gekürzt. So, was immer noch viel zu viel ist, was immer noch irre ist und wo sie immer noch weiter demonstrieren. Also die Bauern, die lassen sich das nicht gefallen, solange bis alle Kürzungen zurückgenommen sind. Dort eben auch. Und deswegen hat sich auch der Staat lange zurückgehalten. Du siehst aber eben auch, und das ist so toll, wie widerlich dann irgendwelche Politiker wie der Herr Södolf sich dann ranwanzen und das erzählt. Ich kann den Bauern nur appellieren, nicht auf diesen Trick reinzufallen, weil es geht gar nicht um den Agrardiesel, es geht um die Korruption überall, aber die ist ja auch in der Raiffeisenbank mit drin. Und was ich machen würde, ist zum Beispiel, ich würde sagen, okay, wir kassieren den Rüstungsetat und schenken davon jedem Bauer einen Traktor, damit er keinen Kredit bei der Raiffeisenbank holt. Das würde ich zum Beispiel machen, ja? Das würde ich. Und wenn man das als direkte Demokratie vorschlagen würde, das Geld da rein, der Rest geht zur Deutschen Bundesbahn und dann halbieren wir noch die Hälfte der Gebühren, der GEZ-Gebühren und geben das in einen Opferfonds für Corona-Geschädigte, dann hätte ich sofort meine Mehrheiten. Ich muss dir einen Satz sagen, ich kenne Raiffeisenbanken, die auch sehr fair mit ihren Kunden sind. Also ja. Mir ist die Raiffeisenbank die Sparkasse. Der Tim springt für die kleinen Banken. Also die Volksbank immer noch. Natürlich tausendmal lieber, ist mir klar. Aber auch ja, die sind genossenschaftlich organisiert, teilweise im Gegensatz zu den Großbanken. Genau. Die Großbanken, die könnte man auch verstaatlichen. Also das ist so ein Sektor, der in der Vergangenheit die Finanzkrise mit ausgelöst hat, der gezeigt hat, dass er nicht in privater Hand sein sollte. Also die kleinen Banken, die kann man von mir aus teils in privater Hand lassen, die kann genossenschaftlich lassen, das ist ganz gut. So, die großen Banken, sowas wie die Deutsche Bank, die haben gezeigt, dass sie nicht vernünftig wirtschaften können, ab in den Staat mit diesem Sektor. Also der Staat kann wenigstens dann gesamtwirtschaftlich sinnvolle Konjunkturpolitik machen. Ist jetzt mein Vorschlag dazu. Das ist auch ein Vorschlag, den beispielsweise
Heiner Flassbeck in der Vergangenheit schon geäußert hatte. Ist jetzt ein längeres Thema, aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ja, ist vollkommen klar. Das ist klar, dass man beliebter ist als die Deutsche Bank. Es lebe Herr Abs. Aber auf der anderen Seite muss man auch, und wer eben, da sind wir dabei, wer aus der Reihe tanzt und es anders machen möchte, wer sagen kann, wer eben so schlau ist, ja, da sehen wir es mal wieder und sagt, hör zu, es geht am Ende des Tages ja auch um Ressourcenkontrolle und entsprechende Allianzen. Das war ja Herr Herrhausen, der wollte ja eben nicht nur die dritte Welt entschulden, damit man auf Augenhöhe ist. Das ist ja genau das. Unsere Entwicklungshilfe entwickelt da ja nichts, sondern sie wickelt ab. Das ist was ganz anderes. Wir schaffen Häfen und Flughäfen, um deren Rohstoffe aus dem Land zu bringen. Und wenn diese Potentaten dieser korrupten afrikanischen Staaten nach Hause fliegen, dann meinen die Bären. Ich habe die alle getroffen. Ich habe mich mit Jean Ziegler auch darüber unterhalten. Der ist ja daran verzweifelt, dass er nicht wahrhaben will, dass seine sogenannten Partner korrupt sind, ja, so. Man kann schwarz sein und korrupt, das sieht man an Barack Obama, diesen Friedhofs- und Weltpreisträger. Also, wie gesagt, das muss man doch alles mal verstanden haben. Man muss doch mal Elijah Mohadeb verstanden haben, muss doch Nasser verstanden, man muss doch Malcolm X mal verstanden haben, sonst ist man doch, Fred Hampton, das Rosa Parks, das muss man doch irgendwann mal, man muss doch das Kapital auch verstehen und Karl Marx oder, das muss, aber die studieren das immer alles nur so. Wie meint ihr das jetzt los? Na, Geld, das Geld, die Welt regiert, mein Freund. So meint er das, okay? Und wenn du etwas dagegen unternehmen willst, dann geht es eben nicht, indem du um Freiheit bettelst, dann musst du die dir ergreifen. Und jeder Staat, der heute irgendwo eine Flagge hat, hat eben gesagt, das ist meiner, das ist nicht durch Betteln entstanden. Frankreich ist nicht durch Betteln entstanden, England nicht. Aber uns hofft man immer, wir müssen das alles auflösen, das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das ist alles globalisiert, das ist alles überflüssig. Und ich möchte an dieser Stelle, da bin ich auf der Seite von Herrn Orban, mal meine Metapher dazu zitieren zum Thema Nationalstaat. Ich bin hier für einen gesunden Patriotismus. Und das ist so ähnlich, wenn Europa ein Körper ist, das ist jeder Staat ein Organ. Und ich bin nicht dafür, dass mein Herz, Niere und mein Arschloch zusammenlegt. Weil da kommt nichts mehr raus. Verstehst du? Das ist so getrennt und das ist in gut und Ordnung, aber die arbeiten zusammen. Das ist zentral gesteuert, aber die arbeiten separat untereinander zusammen und machen eben ihren Job. Und jemand, der das eben auflösen will, der will aus uns Europa eine Amöbe machen. Das will er eben machen. Und da bin ich nicht dabei. Dass man als Ricarda Lang da keinen großen Unterschied sieht, das ist mir vollkommen... Ja, solche komplexen Metaphern sind natürlich immer schwierig. Also wir müssen in der EU zwei Dinge machen. Die Kompetenzen dort, wo es sinnvoll ist, zurück an die Nationalstaaten. Ansonsten ist es undemokratisch. Und die Strukturen in der EU endlich demokratisieren. Die Kompetenzen weg von der EU-Kommission hin zum EU-Parlament. Um das jetzt etwas weniger allegorisch auszudrücken. Also das EU-Parlament muss endlich zu einem richtigen, vernünftigen Parlament werden. Ansonsten, ohne Demokratie können wir kein vereintes Europa schaffen. Ohne Demokratie wird diese EU scheitern, weil sie eben Politik gegen die Interessen der Menschen macht. Also die EU ist ja in dem Zeitalter des Neoliberalismus entstanden. Die ist ja so ein neoliberales, technokratisches Gebilde. Das ist ja mehr oder weniger ihr Gründungsfehler. Also diese Idee der gesamteuropäischen Einigung, die ist an sich keine falsche. Aber so wie die EU sich entwickelt hat, geht das eben nicht mehr weiter. Deswegen EU-Kommission entmachten, Kompetenzen ans Europäische Parlament, Kommissionspräsidenten am besten direkt wählen, Volksabstimmungen auf gesamteuropäischer Ebene und Kompetenzen dort, wo es sinnvoll ist, zurück an die Nationalstaaten. Damit wäre schon einiges gewonnen. Klar, aber da siehst du es eben, bildungsferne Schichten sind heute im Regierungsviertel, übrigens den Bauern sei gesagt, der größte Schweinestall der Nation ist das Regierungsviertel, da müssen wir mal durchfahren. Und wenn ihr Stall so hohl wäre, dann käme längst der Tierschutz. Aber das sind ja alles Leute, die dadurch glänzen von Kühnern und Co. Die können ja nichts. Die können nichts. Und den Bauern, die sagen jetzt irgendwann mal, weil sie auf uns zu lange gewartet haben, wenn du als Landwirt heute was machen musst, du dauernd Nachschulungen machen, Tierschutz, Pflanzen X. Und da oben sitzen Leute, die haben vielleicht mal ein halbes Jahr ein Callcenter hier geleitet oder mal irgendwo ein Praktikum gemacht. Du kannst eine Claudia Roth, einen Kühnert, Frau Kühnerst, wie sie alle heißen, die kannst du nicht mal bei Aldi an die Kasse setzen, weil sie permanent die falsche Warengruppe eintippen würden. Und die lenken dieses Land. Und wir, die sogenannte Generation Greenpeace Grün, wir sitzen in der Pyramide und relativ weit oben, denken, von wem werden wir eigentlich gelenkt? Kann uns aber egal sein, wir fahren ja in der Regel trotzdem noch unseren Land Rover und haben unseren Jagdhund, den wir dann in Hamburg rauslassen. Das heißt, wir verraten auch die, von denen du immer sprichst, die Arbeiter, weil wir auf die herabgucken. Und da sind wir bei den Linken. Die Linken wollen mit den Arbeitern, die mit den dreckigen Fingernägeln nämlich gar nichts zu tun haben. Genau das ist der Punkt. Und deswegen, das ist heute alles verdreht, das ist heute alle Orbel. Eigentlich ist das, was die AfD macht, dass sie sich mit Arbeitern unter anderem auch beschäftigt, nicht nur. Das ist eigentlich der Job, den die Linken machen. Ja, aber dann Politik gegen die Arbeiter macht. Also selbst beim sozialpatriotischen Flügel in der AfD ist von Lohnpolitik keine Rede. Selbst dort wird nicht über eine vernünftige Steuerpolitik nachgedacht. Also es ist da weiter eine Forderung der AfD, die Erbschaftssteuer komplett abzuschaffen, die Vermögensteuer komplett abzuschaffen. Also Vermögensteuer ist aktuell ausgesetzt. Bundesverfassungsgericht hatte mal gesagt, erneuert die Erhebungsgrundlage. Die schwarz-gelbe Regierung hat und alle folgenden Regierungen haben gesagt, nee, keine Lust, wir
Wir erheben die Werte von Immobilien nicht neu, deswegen ist die Vermögenssteuer ausgesetzt. Wenn man die Werte von Immobilien erheben würde, wenn man erheben würde, wie teuer die laut Marktwert wären, dann könnte man ganz einfach wieder eine Vermögenssteuer einführen und dann von mir aus auch mit viel höheren Freibeträgen. Also es sollte so sein, dass kein Mittelständler mehr davon betroffen wäre, sondern dass die wirklich nur von den Superreichen bezahlt wird. Also ab einem Freibetrag von 5 Millionen, von mir aus auch ab 10 Millionen, ist jetzt nicht so wichtig, so hoch, dass kein normaler Mensch mehr davon betroffen ist, aber dass bei den Reichen endlich wieder ja, ein bisschen was abgeschöpft wird, damit die Ungleichheit nicht noch weiter steigt. Und damit die Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung endlich wieder gesenkt werden können. Aber sowas kann man der AfD ja nicht verkaufen. Ich meine, da wollen die ja jegliche Substanzsteuern abschaffen. Das ist ja bei denen komplett irre. Sollten. Und wenn man aber jetzt glaubt, dass die AfD alles anders machen würde, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wenn die AfD in den nächsten Monaten Landtagswahlen gewinnt und wirklich Macht bekommt, ob die dann tatsächlich sagen, jetzt setzen wir das mal um, was wir kritisiert haben. Bin ich sehr gespannt. Also erstens, Gasversorgung mit Russland kommen wir dann am Army go home, wir schließen Rampen. Da bin ich mal sehr gespannt. Oder wir machen eine gerechte Besteuerung. Es kann ja nicht sein, dass hier Amazon 1 Million verdient und 50 Euro Steuer. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, ich kenne die Antwort. Diejenigen, die das machen werden, möglicherweise Herr Kupala, die werden kaputt gemacht, die werden rausgemobbt, weil die AfD heute ja schon lange nicht mehr die Partei ist, die sie mal war. Und andere wie Frau Alice Weidel, die ja auch, glaube ich, von Allianz oder sowas kommt, ja, oder Goldman Sachs, die wird vielleicht arrangieren, das schönreden. Und da bin ich gespannt. Und Hayek-Gesellschaft. Also solche Leute wie Weidel und von Storch, die würden gut mit der CDU zusammenarbeiten können, weil die eben noch neoliberaler sind als die Altparteien. Also die würden da gut reinpassen. Mit so Leuten aus dem sozialpatriotischen Flügel, mit denen hat man mehr Probleme. Spannend, wie der AfD-Wähler das eben schönredet. Ich glaube, mit dieser Spannung müssen wir uns jetzt begnügen. Wir sind alle gespannt. Ich sehe das übrigens ähnlich pessimistisch. Alles ähnlich pessimistisch wie du, Kevan. Und ich danke dir ganz herzlich. Was hast du heute Abend noch eine Lesung? Hast du in den nächsten Tagen gelesen? Ja, mit diesen schlechten Nachrichten schließen wir also das Interview. Also alles beim Alten. Naja, was soll man zur AfD sagen? Solange sie so ein neoliberales Programm hat, solange der Neoliberale in den obersten Parteirängen sind, wird sie wohl wahrscheinlich nichts ändern. Ja, war ein interessantes Gespräch zwischen Dieter Dehm und Kevan Sofisiyavash. Man kann nur hoffen, dass die häufiger miteinander reden. Die machen das ja auch schon in der Talkshow Nachschlag, wo noch Paul Brandenburg dabei ist. Also wirklich immer schön, den beiden zuzuhören. Die ergänzen sich wirklich gut. Also Dieter Dehm so langsam und überlegt. Kevan Sofisiyavash haut immer die Fakten ganz, ganz schnell raus. Ja, interessante Ansichten von beiden. Auf jeden Fall. Sind zwei interessante Köpfe, die auch in Zukunft noch für weitere Aufklärung hoffentlich sorgen werden.